Hallo zum Lightning Talk WebAssembly, wo wir sind und wo es hingehen könnte. Kurz zu mir, ich bin Softwareentwickler und habe hier in Rapperswil studiert und beschäftige mich seit 2018 intensiv mit Geodaten und den dazugehörigen Technologien. Seit 2019 experimentiere ich mit WebAssembly und möchte hier von meinen Erfahrungen und Eindrücken berichten. Leider reichen die 5 Minuten bei weitem nicht, um das Thema in seiner Ganzheit auszuleuchten. Ich verweise daher auf die Einführung von Permin Kalberer an der Phosphor-G in Bukarest oder auf die großartige Lynn Clark von Mozilla, die einem das Thema mittels ihrer Code-Cartoons näher bringt. WebAssembly ist ein Webstandard und beschreibt einen Bytecode, respektive ein Kompilationstarget, wo man zum Beispiel C, C++, Rustcode hinkompilieren kann. Dieses Compilat lässt sich dann plattformunabhängig, gesandboxed, zum Beispiel in einem Browser ausführen. Die Designziele hinter WebAssembly waren es, einen portablen, sicheren, aber vor allem kompakten und performanten Bytecode zu entwerfen, der JavaScript ergänzen soll. WebAssembly bietet sich immer dann an, wenn es darum geht, rechenintensive Operationen auszuführen oder wenn zum Beispiel bestehende C-Bibliotheken wiederverwendet werden sollen. Seit 2019 ist WebAssembly in allen Browsern verfügbar und hat insbesondere im letzten Jahr auch außerhalb der Browser begonnen durchzustarten. Und was damit möglich ist, möchte ich mit diesem Beispiel zeigen. Ich glaube, das Produkt bedarf keiner Einführung. Ich möchte aber auf den Blogpost vom Google Earth Team verweisen, wo sie aufzeigen, wie es dank WebAssembly möglich war, Google Earth in den Browser zu portieren. Die eben gezeigte Kamerafahrt habe ich in Google Earth Studio erstellt und dann im Browser in Full HD Auflösung gerendert und die einzelnen Frames exportiert. Ich habe dann FFmpeg verwendet, das mittels M-Skripten nach WebAssembly kompiliert wurde, um im Browser diese Frames wieder zusammenzufügen, über Weiß zu faden und das Ganze als Video in einem entsprechenden Codec zu exportieren. Also nochmal, diese 3D-Animation, die eben gezeigt wurde, in Full HD Auflösung, habe ich erstellt, ohne den Browser nur einmal zu verlassen. Ein weiteres Beispiel in unserer Geosphäre. Dank WebAssembly lassen sich unsere geliebten Geobasis-Bibliotheken 1:1 in den Browser portieren. Ich illustriere das hier mit GDAL. Ich wähle dazu einen GeoPackageVector-Datensatz aus, der vom Browser so eigentlich nicht verarbeitet werden kann. Dieser wird dann in ein anderes Format umprojiziert, rasterisiert und konvertiert und das eigentlich alles so, wie wir uns das auf dem Desktop gewohnt sind. WebAssembly entwickelt sich weiter, insbesondere das Ökosystem. So kommen laufend neue Sprachen hinzu, die sich nach WebAssembly kompilieren lassen. Es kommen auch Runtimes hinzu, die es ermöglichen, diese WebAssembly-Module auszuführen. Neue Proposals versprechen, fehlende Funktionalität nachzurüsten und insbesondere das Handling dieser WebAssembly-Module zu vereinfachen. Aus meiner Sicht ist es klar, der Webplattform gehört die Zukunft. Und so ist es unter anderem dank WebAssembly, aber auch dank neuen Web-APIs wie zum Beispiel der File System Access API möglich, ganz neue Kategorien von Web-Applikationen zu ermöglichen, die vor 5 Jahren noch undenkbar schienen. Und was mit Node.js begonnen hat, geht mit WebAssembly weiter. Zum Beispiel dieses GDAL WebAssembly Modul lässt sich im Browser verwenden, ich kann das aber auch auf dem Backend, also in Node verwenden oder zum Beispiel bei einem Cloud-Anbieter als eine Function as a Service. Im Hinblick auf WebGIS habe ich das Gefühl, dass diese Technologie eine neue Generation von WebGIS ermöglichen wird, die wirklich komplett im Client laufen, also das heißt mit Offline-Fähigkeit und allem, was dazugehört. Ich fasse zusammen, WebAssembly ist da und wartet auf unsere Adoption. Und es ist insbesondere für uns interessant, da wir die bestehenden Geobasis-Bibliotheken weiterverwenden können und es einen Performance-Gewinn bei der Prozessierung von Geodaten verspricht. Wem das alles ein bisschen schnell
ging. Hier der Link zu den Slides mit den entsprechenden Referenzen sowie die Kontaktangaben. Ich freue mich über Diskussion. Ich schließe mit WebAssembly für mehr GIS im Web und bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit.